Hallo, meine kleinen Wunder, herzlich willkommen zurück zu The Evil Within 2. Das Monster von Silent Hill hat gerade eine Ratte getötet und wir sind hier oben festgesteckt, weil. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird noch öfter passieren. Keine Ahnung warum. Das Gefühl, das Ding wird mein erster Gegner sein. Ich bin nicht begeistert. Sind wir sicher, dass wir wieder runter wollen? Ernsthaft? Uns geht's doch gut hier oben. Tochter, okay, wir gehen. Hallo. Nichts zu hören. Sind wir sicher? Das sieht sehr danach aus, als müsste ich rennen. Sebastian? Ist hier irgendwas zu finden? Das sieht so danach aus, als müsste ich rennen, oder? Jetzt mal ohne Flachs. Kommst du durch die Wand und wir müssen rennen? Ist das eine Möglichkeit? Sebastian, renn! Hi! Hi! Was? Okay. Okay. Was zum Teufel geht hier vor? Brauchst du Medizin? Automatische Gesundheitsregeneration. Wenn deine Gesundheit einen kritischen Zustand erreicht, färbt sich die Lebensanzeige rot. Sobald die Lebensanzeige rot ist, regeneriert sich deine Gesundheit automatisch bis zu einem gewissen Punkt. Wenn du dich nicht bewegst, regenerierst du dich schneller. Also suche bei kritischem Gesundheitszustand einen sicheren Ort zum Verstecken und Erholen auf. Echt, mehr kriege ich nicht? Ich bin nicht voll. Lebensenergie. Magst du dich verstecken? Magst du dich kurz hinknien? Magst du dich hinsetzen? Du bist nicht mehr der jüngste Mann. Aber ich habe ein Messer gekriegt. Und ich habe das Messer gekriegt, was so wundervolle Skulpturen macht aus jedem. Somit. Zumindest ist meine Vermutung, was dieses Messer angeht. Hallo. Ich habe das noch gar nicht gesehen. Guck mal hier, sein Pistolenholster. Das hat verschiedene Farben. Sehr hübsch. Und wo bin ich jetzt? Wer weiß. Badezimmer. Immer gut in Horrorspielen. Ist zwar kein kompletter Horror, aber es ist Survival-Horror, somit. Hey. Hey, das Magazin. Oh, Moment. Mein Menü! Ich hab's gefunden. Warum muss ich dafür die Taste so lang gedrückt halten? Ich habe aber nichts zum Auswählen. Wenn das dieses Bonuszeug also im Kapitel 2 freigeschaltet werden hätte sollen. Wir sind im Kapitel 2, gehe ich mal davon aus, dass ich das erst im nächsten Spiel, wenn ich das dann wieder spiele, bekomme. Okay, gut, warum nicht? Ist hier irgendwo Medizin?
Verband, Pflaster. Ich nehme einiges. Hey. Spritzen. Die Herkunft des Medikaments in dieser Reisespritze. Reisespritze. Ist unbekannt. Aber es stellt etwas Gesundheit wieder her. Ah, okay, cool. Jetzt zeigt's mir auch, wie ich das... Okay. Es lädt mich auch nicht voll auf. Ernsthaft. Sebastian. Du wirst so oft sterben, Junge. Guten Tag. Kann ich hier drin mich verstecken? Nein. Muss ich da rausgehen? Wahrscheinlich. Bin ich glücklich darüber? Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein. Kommt drauf an. Tagebuch in einem verlassenen Haus. Die Handschrift in diesem Tagebuch ist sauber und ordentlich. Der letzte Eintrag lautet: Ich habe gerade die Meldung erhalten. Jetzt kenne ich den Grund für diese ganze verrückte Scheiße, die in den letzten Tag passiert ist. Das schlimmstmögliche Szenario ist eingetreten, aber wenigstens muss ich nichts mehr vortäuschen. Diese Dinger, die ich gesehen habe, sie haben sich alle verändert. Es ist zu spät, um sie noch zu retten. Es wird Zeit, mein Training in die Praxis umzusetzen. Möge Gott ihre Seelen gnädig sein. Und meiner. Okay. es ist creepy, dass die Tür immer wieder zugeht. Ich muss das mal kurz sagen. Ich hab eine Karte? What? Ist das Spiel Open World? Kann ich hingehen, wo auch immer ich hin will? Ist es keine... Ich laufe nur in diese eine Richtung, die ihr mir vorgegeben habt, und das war's? Ernsthaft? Oh mein Gott. Bitte sag mir, ist das so? Weil das fände ich 1A. Missionen? Was? Kann ich Nebenquests und so ein Zeug machen? Ich würde das gern ausrüsten. Kann ich das? Habe ich das jetzt ausgerüstet oder nicht? Wow! Wow! Was? Ich war schon einmal außer Atem. Okay, cool. Okay. Könnte das Spiel so viel mehr noch sein, als ich mir vorgestellt habe? Das wäre so cool. Wo warst du, als ich dich gebraucht habe? Vielleicht ist das der richtige Ort. Lily, ich hoffe, du bist hier. Foto der Familie Castellanos. Dieses Foto. Ich dachte, es wäre für immer im Feuer verloren gegangen. Ich weiß noch, als wir es geschossen haben. Lilis Atem roch nach Zuckerwatte. Okay. Und Mira sah so schön aus, wie nie zuvor. Schöne Scheiße ist das. Erb. Kidman? Sebastian, wo warst du? Wir haben dich verloren. Keine Ahnung.
aber es war auf keinen Fall eine idyllische Kleinstadt. Irgendwas Furchtbares geht hier vor, Kidman. Baker ist tot. Hier läuft ein Killer rum, der Dinge tun kann, die... Das ist wieder wie in Beacon. Wohin zum Teufel hast du mich geschickt? Ich weiß es nicht. Wir sehen von hier draußen nichts. Baker führte das Team an. Wenn er tot ist, bedeutet das für die anderen nichts Gutes. Schau dich weiter um. Je mehr Infos du sammelst, desto besser kann ich dir helfen. Ja, klar. The Last Chance Pack. Du hast die folgenden Gegenstände aus The Last Chance Pack erhalten. Handfeuerwaffe mit Feuerstoß. 50 Schießpulver. 100 Waffenteile. Ein hochwertiges Waffenteil. Ein Erste-Hilfe-Koffer und 5 Kräuter. Handfeuerwaffe mit Feuerstoß. Diese Automatikpistole gibt einen Feuerstoß aus 3 Einzelschüssen ab. Was? Und verursacht mehr Schaden als eine gewöhnliche halbautomatische Handfeuerwaffe, auch wenn sie dieselbe Munition verwendet. Diese Waffe war im The Last Chance Pack erhalten. Schießpulver, eine explosive Mischung aus bla 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 bla, die in Munition bla 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 bla. Mit dieser Komponente können Munition und andere nützliche Gegenstände hergestellt werden. Waffenteile. Diese Komponenten sind von höherer Qualität als normale Waffenteile. Sie können verwendet werden, um Waffenverbesserungen freizuschalten. Waffenteile. Verschiedene nützliche Komponenten, mit denen du an Werkbänken Waffen verbessern kannst. Oh mein Gott, ich spiele The Last of Us, Silent Hill und Resident Evil. Erste-Hilfe-Koffer. Enthält Medikamente, die eine mittlere Menge Gesundheit wiederherstellen. Besser als eine Spritze. Erste-Hilfe-Koffer könnten aus Kräutern hergestellt werden. Kraut. Eine Pflanze mit eigenen Eigenschaften. Mit dieser Komponente können nützliche Gegenstände hergestellt werden. Yep. Halte R1, um Waffenarsenal auszuwählen. Oh, Moment. Waffenarsenal. Was? Habe ich das nicht gerade getan? Ich hoffe es. Okay, wie schieße ich nochmal? Ups. Okay. Das war sehr nah über seine Schulter. Ich denke, ich schieße mit R2. Aber ich will es nicht ausprobieren. Sollte ich die andere Handfeuerwaffe noch verwenden? Jetzt am Anfang, wo sie noch einfacher sind? Die Gegner? Wahrscheinlich, ne? Machen wir das einfach mal. Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? Okay. Also was heißt das jetzt für mich? Ist die Welt jetzt offen oder nicht? Was habe ich gerade getan? Ich habe meine Waffe weggesteckt, ne? Kann das sein? Habe ich sie in der Hand? Ich habe keine Ahnung, was ich gerade getan habe. Vielleicht hat mir die Achsel gejuckt. Wer weiß das schon so genau. Ich habe auf jeden Fall jetzt eine Waffe. Das heißt, jetzt geht's rund. Gegner und Co. Ich habe eine Karte. Ich bin sehr verwirrt von der Karte, muss ich ganz ehrlich sagen. Heißt das jetzt also wirklich, ich bin ein bisschen freier unterwegs? Als dass es wirklich nur eine Zielrichtung gibt und damit hat sie's quasi? Wenn ja, fände ich das wirklich cool, wie gesagt. Es hat mir noch nicht erklärt, wie man schießt.
Somit, ich denke, das wird das Zeichen für uns sein, dass wir anfangen werden, ich glaube, ich will das nicht öffnen. Also ich glaube, das wird das Zeichen dafür sein, dass dann Gegner anfangen zu kommen. Armer Mistkerl, hier so verwesen zu müssen. Magst du ihn verbuddeln? Wo kommt das Blut von außen her? Weil die Scheibe ist nicht gerissen, die Scheibe ist auch nicht geplatzt, somit, wo kommt das Blut von außen her? Das würde mich sehr viel mehr interessieren als die Frage, warum öffnen wir das nicht? Da könnten wichtige Sachen drin sein. Bügeleisen oder so. Ich meine, da sind voll die Koffer und so ein Zeug. Da könnten die ja drin sein. Ja gut, dann halt nicht. Man sieht sich. Oder wahrscheinlich eher nicht. Weil ich meine, du kannst nicht Keine Sorge, laufen. Sebastian. Das ist nur eine kleine, ruhige Stadt. Somit. Ja. Zu ruhig. So war Silent Hill auch einmal. Eine kleine, ruhige Stadt. Haut und Knochen. Hallo? Essen. Du musst essen. Hey! Sie muss mich gehört haben. Ich schaue lieber mal nach. Oh, wollen wir das wirklich tun? Sebastian, Helden sterben. Hallo? Oh, nee, ruf sie nicht. Haut und Knochen. Essen. Du musst essen. Haut und Knochen. Aufessen. Du musst essen. Du musst essen. Haut und Knochen. Ich sagte, iss! Na also. Weine nicht. Es ist nur zu deinem Besten. Heilige Scheiße! Oh mein Gott, es lebt noch. Oh Gott. Wie schon gesagt, ich spiele Silent Hill, Resident Evil und The Last of Us. Und ich liebe es. Bisher finde ich das Spiel echt cool. So mal zur Zwischenmeinung. Caitlin? Catman. Das ging schnell. Hast du was Neues erfahren? Ja, hab's. Das ist hier wirklich wie in Beacon ist. Die Leute verwandeln sich in Kreaturen. Verdammt, was zur Hölle ist passiert? Keine Ahnung. Aber Lilly schwebt definitiv in größerer Gefahr als gedacht. Sebastian. Hör auf, Kidman. Überlass mir das. Ich finde sie. Oh mein Gott. Okay, cool. Guten Tag, junger Mann. Sorry, dass du das erleben musstest.
Und sorry, dass ich nicht schneller hier war, aber du weißt, wie es ist. Man kundschaftet alles halt so ein bisschen aus und so, ne? Heilige Scheiße. Heilige Scheiße. Wenn du aufstehst, werde ich dich erschießen. Also, bleib einfach sitzen und genieß deinen Tag. Bye. Sitzt er noch? Okay, cool. Hi, Fernseher. Oh, okay, wir haben ausgeschaltet. Gut, warum auch nicht? Strom sparen ist wichtig. Können wir den Lichtschalter bitten? Nein, natürlich können wir das nicht. Wie komme ich auf die grandiose Idee, dass man einen Lichtschalter betätigen könnte? Ist das ein Erste-Hilfe-Spray? Hi. Ich habe was gefunden, ich bin stolz auf mich. Bist du auch stolz auf mich? Ja. Cool. Okay. Das war's erstmal für heute. Ich sehe euch ja beim nächsten Mal. Pass auf euch auf und bis dann.